Als nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist vielerorts dramatisch, besonders für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen, für Familien und für Studierende. Sie werden zunehmend aus den Innenstädten verdrängt, weil sie sich einfach die Mieten nicht mehr leisten können, die oft über der Hälfte des Monatseinkommens liegen. Und dagegen muss in der Tat dringend etwas getan werden. Seit 1991 hat sich der Bestand von Sozialwohnungen in Hessen mehr als halbiert. Von 205.000 Sozialwohnungen in Anfang der 90er Jahre sind es heute gerade einmal 93.000. Und Herr Caspar, das kann doch nicht Ihr Ernst sein, dass Sie sich hier hinstellen und erklären, es sei ein Erfolg, dass nur noch 93.000 Sozialwohnungen es gäbe und dass nicht mehr so viele Menschen in Sozialwohnungen leben müssten. Das ist doch zynisch. Wir reden hier über einen eklatanten Wir reden über einen eklatanten Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Wir reden über Menschen, die verzweifelt eine bezahlbare Wohnung suchen. Wir reden über Menschen, die aus den Innenstädten verdrängt werden. Sie wissen ganz genau, wie viele Menschen Anspruch auf eine Sozialwohnung haben. Und Sie verkaufen das hier als Erfolg. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Das ist doch zynisch, was Sie hier erzählen, Herr Caspar. Und ich will noch einmal deutlich machen, wir reden hier nicht über eine Randgruppe, wie Sie das darstellen. In Frankfurt haben, und das ist nicht meine Zahl, das ist Zahl der Frankfurter Stadtregierung, in Frankfurt haben 47% der Bevölkerung ihres Gehalts nach, ihres Einkommens nach Anspruch auf eine Sozialwohnung. Und Sie erzählen hier irgendwas von Sozialghettos, als sei das eine Minderheit und eine Randgruppe. Nein, wir brauchen mehr Sozialwohnungen, weil es eben viele, viele Menschen trifft, die sich diese hohen Wohnungsmieten einfach nicht mehr bezahlen können. Und deshalb diese Verächtlichmachung des sozialen Wohnungsbaus, die Sie hier gemacht haben, das kann man so nicht stehen lassen. Der soziale Wohnungsbau ist ein wichtiges Instrument der sozialen Gerechtigkeit, weil Wohnraum ist zu wichtig, als dass man das einfach dem Markt überlassen kann, meine Damen und Herren. Und jedes Jahr fallen mehr Wohnungen aus der Bindung, als neue geschaffen werden. Allein in den Jahren 2015 und 2016, da freuen Sie sich vermutlich wieder drüber, Herr Caspar, waren es fast 20.000 Wohnungen, die Sozialwohnungen, die verloren gehen. Und ich sage Ihnen einmal was, die Wohnungen, die sind danach nicht weg. Die werden danach nur teurer, weil sie aus der Bindung gefallen sind. Die Wohnungen sind natürlich weiterhin da. Wir reden hier über 45.000 registrierte Familien in Hessen, für die eine entsprechende Wohnung fehlt. Die bisherigen Förderprogramme haben ja nicht einmal ausgereicht, um eben die Sozialwohnungen auszugleichen, die aktuell aus der Bindung fallen. Und ich will auch erwähnen, dass Hessen nach wie vor Schlusslicht ist bei dem studentischen Wohnraum. Gerade einmal für 6% der Studierenden steht ein Wohnheimplatz zur Verfügung. Und deshalb, die Wohnungsnot ist schon lange Realität an vielen Orten, und die Landesregierung lobt sich dafür, dass mehr gebaut wird. Ja, sie bauen mehr, aber bei Weitem nicht so viel, wie nötig wäre. Und da muss man nur einmal in Frankfurt an einem Wohnungsbesichtigungstermin dabei sein, um das zu erkennen. Wir haben Ihnen immer wieder in den Haushaltsberatungen Vorschläge gemacht. Wir haben immer wieder gefordert, 10.000 neue Wohnungen jährlich zu schaffen, haben Sie immer alles abgelehnt. Wir sind der Meinung, Wohnen ist ein Menschenrecht. Die Versorgung der Menschen mit Wohnraum ist zu wichtig, um sie dem Markt zu überlassen. Und ich finde, in Städten wie Frankfurt sieht man ja auch, wohin das führt. Es ist richtig, dass viel gebaut wird. Es wird viel gebaut, da haben Sie recht. Aber es wird jede Menge Unfug gebaut. Es entsteht immer mehr hochpreisiger Wohnraum. Es entstehen immer neue Bürotürme, obwohl es in Frankfurt über 1,5 Millionen Quadratmeter leerstehende Bürofläche gibt. Und trotzdem immer weitere Büroräume. Die letzten freien Flächen im Europaviertel, das ist übrigens auch ein neuer Stadtteil, werden jetzt mit einem Büro- und Hotelturm bebaut. Und in dem Frankfurter Stadtteil, in dem ich lebe, in Bockenheim, entsteht dort, wo der AfE-Turm der Uni stand, ein Hochhaus mit 4-Sterne-Hotel, mit Luxus-Apartments für bis zu 32 Euro Mietpreis pro Quadratmeter und in den oberen Etagen natürlich Eigentumswohnungen.
In dem gesamten Areal des ehemaligen AfE-Turms entsteht keine einzige öffentlich geförderte Wohnung, aber dafür noch ein paar Bürogebäude. Und für die, die es sich leisten können, gibt es dann auch noch einen Hundewaschplatz, damit die Hunde die teuren Apartments nicht verschmutzen, meine Damen und Herren. So sieht Frankfurter Bauen aus in der Realität. So sieht das aus, was in Frankfurt gebaut wird. Ich will Ihnen einen Vergleich sagen. Im Jahr 2016 hat die Stadt Frankfurt in der gesamten Stadt 88 neue Sozialwohnungen geplant. Und allein in dem Hochhausungetüm, von dem ich eben sprach, entstehen 187 hochpreisige Wohnungen, die sich kein Mensch leisten kann. 187 Wohnungen alleine dort im Vergleich zu 88 Sozialwohnungen. Und das, obwohl so viele Menschen in Frankfurt Anspruch auf eine Sozialwohnung hätten. Und jetzt sage ich Ihnen einmal, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass das Grundstücke waren, die der öffentlichen Hand gehört haben. Nämlich erst dem Land Hessen, und die hat es verkauft an die Stadt Frankfurt, an die ABG, die es dann an Investoren verscherbelt hat. Das heißt also, hier hat man Grundstücke gehabt im Herzen der Stadt, und statt etwas Vernünftiges damit anzufangen, hat man es verscherbelt für neue Bürotürme und hochpreisige Apartments. Klar, private Investoren wollen vor allem eins, sie wollen möglichst viel verdienen. Und das tut man nicht, wenn man bezahlbaren Wohnraum schafft für Familien, für Geringverdiener, für Studierende. Und im Gegenteil, wir haben die Situation, dass nicht selten diese Luxuswohnungen ja gar nicht als Wohnungen im eigentlichen Sinne, nämlich dass man darin wohnt, genutzt werden, sondern oftmals sind das Anlageobjekte, die auch noch leer stehen, die nicht einmal genutzt werden. Und das ist doch ein Hohn. Während Eigentümer Gebäude verfallen lassen oder leer stehen lassen, werden Hartz-IV-Bezieher zu Umzügen gezwungen, nur weil ihre Wohnung ein paar Quadratmeter zu groß ist, meine Damen und Herren. Das ist doch eine Schieflage, die wir haben auf dem Wohnungsmarkt, die man dringend beheben muss. Und es kann doch nicht sein, dass die einen mit Wohnungen spekulieren, während andere die Miete kaum zahlen können oder kein Dach über dem Kopf haben. Und da muss man sagen, wenn man Spekulation mit Boden einschränken will, dann darf man als allererstes selber nicht agieren wie ein Spekulant. Und da zeigt sich doch die ganze Doppelzüngigkeit dieser Landesregierung, die hier den Mangel an bezahlbarem Wohnraum beklagt. Denn wenn die öffentliche Hand dann einmal ein Filetgrundstück zum Entwickeln hätte, dann betätigt sie sich selbst als Spekulant. Und ich finde, das sieht man sehr schön am Umgang mit dem alten Polizeipräsidium in Frankfurt. Seit 15 Jahren steht das Gebäude leer und verfällt. Die Landesregierung hat immer mal wieder Mondpreise in die Welt gesetzt, die mit dem Grundstück erzielt werden sollten. Und jetzt wurde im vergangenen Jahr plötzlich die Immobiliensparte einer Großbank beauftragt, Investoren für das Gelände zu finden. Und im Exposé ist von den Wünschen der Stadt Frankfurt, z.B. nach einer Turnhalle für die benachbarte Schule, überhaupt keine Rede. Der Wunsch nach gefördertem Wohnraum wird nur am Rande erwähnt. Verkauft wird weiterhin ein Grundstück für ein Hochhaus, obwohl die wirklich in der Stadt nicht gebraucht werden. Und ich hatte ja vor Kurzem eine kleine Anfrage gestellt an die Landesregierung, die der Finanzminister beantwortet hat. Und da sagt der Finanzminister, er scheint eine Veräußerung der Liegenschaft hierbei als die wirtschaftlichste Option. Wird die Liegenschaft regelmäßig ausgeboten und veräußert? Die weitere Entwicklung der Liegenschaft ist dann Sache des Erwerbers im Rahmen des geltenden Baurechts. Dieser kann, erscheint es ihm wirtschaftlich sinnvoll, die Liegenschaft für den Wohnungsbau bzw. den öffentlich geförderten Wohnungsbau entwickeln. Toll. Sie überlassen es dem Markt. Sie haben Zehntausende von Quadratmetern Grundstücke alleine in Frankfurt in den letzten Jahren verkauft an Private für die und sagen dann dazu, na, wenn es sich wirtschaftlich lohnt, können Sie auch sozialen Wohnungsbau machen. Genau in dem Wissen, dass es sich natürlich nicht wirtschaftlich lohnt und dass Sie genau wissen, was mit den Grundstücken passiert, die Sie da verscherbeln. Und deswegen die erste Forderung ist, kein Verkauf von öffentlichen Grundstücken. Es kann doch nicht sein, dass es immer weiter ausverkauft wird, öffentliche Grundstücke, und die nicht mehr sinnvoll genutzt werden können, meine Damen und Herren. Und wir brauchen natürlich mehr Wohnungen in der öffentlichen Hand, weil sie eine mietpreisdämpfende Wirkung für den gesamten Wohnungsmarkt haben. Und deshalb ist auch als Entscheidende die Zahl der Sozialwohnungen und eben nicht das, was Sie auch gerne anführen, wir haben ja Wohngeld.
Wohngeld heißt, dass bundesweit 17 Milliarden € im Jahr an Wohngeld ausgegeben werden. Das heißt, das ist eine Umverteilung aus den öffentlichen Kassen zu privaten Eigentümern. Diese 17 Milliarden €, nein, natürlich nicht. Mit den 17 Milliarden € können Sie ja mal ausrechnen, wie viele Sozialwohnungen dafür man bauen könnte. Und da ist das Wohngeld überhaupt nicht das richtige Instrument, sondern wir brauchen mehr, wirklich mehr Sozialwohnungen in der öffentlichen Hand, meine Damen und Herren. Und ein letztes, Frau Präsidentin. In der Tat ist es enttäuschend, was die Große Koalition auch in diesem Bereich enttäuschend in ihrem Sondierungspapier festgehalten hat. Im Sondierungspapier heißt es, eine geringe Förderung, 2 Milliarden € für die Förderung von sozialem Wohnbau und gleichzeitig wieder 2 Milliarden € in die Förderung von Wohneigentum. Ich finde, man muss sich doch einmal vergegenwärtigen, dass 40% in der Bevölkerung haben überhaupt kein Vermögen. Kollegin Wissler, kommen Sie bitte zum Schluss. Sie haben kein Vermögen oder Sie haben Schulden. Diese Menschen werden kein Wohneigentum bilden können, ob mit staatlicher Förderung oder ohne. Also, das erinnert mich ein bisschen an den FDP-Politiker, der jetzt im Wahlkampf sagte, wenn Sie arm sind, kaufen Sie sich doch ein Haus, dann können Sie sich vor Altersarmut schützen. Wir brauchen die Präferenz auf den sozialen Wohnungsbau und nicht auf die Förderung von weiteren Eigentumswohnungen. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollege Caspar. Frau Präsidentin, Frau Wissler, ich habe mich noch einmal gemeldet aufgrund Ihrer Rede, weil Sie eingegangen sind auf das Areal des früheren Polizeipräsidiums in Frankfurt. Auch Herr Schäfer-Gümbel hat das Thema ja erwähnt gehabt. Und vorhin war nicht genügend Zeit, um dazu auch etwas zu sagen. Zunächst einmal muss man wissen, dass das Planungsrecht, was die Stadt Frankfurt für dieses Areal jetzt rechtskräftig gegeben hat, eine rein gewerbliche Nutzung ist. Also die Idee, dass sozusagen das Land als Eigentümer da erst einmal Wohnungen drauf bauen könnte, dann müsste zunächst einmal das Planungsrecht durch die Kommune geändert werden. Es wird ja einen Grund haben, warum die Kommune gesagt hat, an dem Standort in Frankfurt, wo der höchste Verkehr ist, ist die Wohnqualität nicht so gut, dass wir dort primär Wohnungen bauen, sondern dass dort eben eine gewerbliche Nutzung stattfinden soll. Und nun ausgerechnet diejenigen, die die Kaufkraft schwächsten sind, nämlich die, die nicht in der Lage sind, sich am Wohnungsmarkt irgendwo eine Wohnung auszusuchen, in Form von geförderten Wohnungen, von Sozialwohnungen, ausgerechnet dorthin zu setzen, wo sie der höchsten Verkehrsbelastung ausgesetzt sind, das kann doch wohl auch nicht Ziel einer vernünftigen Politik sein. Meine Damen und Herren, deswegen meine ich, natürlich ist es unbenommen, der Stadt Frankfurt dort planungsrechtlich die Dinge zu ändern mit einer gemischten Nutzung. Aber all das kann dann erfolgen durch einen neuen Eigentümer, der das umsetzt. Noch ein Letztes. Sie kritisieren auf der einen Seite immer, dass die Kaufkräftigen in die Wohngebiete gehen, Stichwort Gentrifizierung, und die anderen verdrängen würden. Und insoweit macht es doch Sinn, dass die Kaufkräftigen eigene Wohnungen haben, damit sie eben nicht zur Gentrifizierung beitragen, dass sie das auch noch kritisieren. Kollege Caspar, zeigt, dass sie da den Zusammenhang auch nicht verstanden haben. Zur Erwiderung, Kollegin Wissler. Herr Caspar, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Caspar, ich gebe Ihnen erst einmal in einem Recht. Nicht nur die Landesregierung, auch die Stadtregierung in Frankfurt macht eine schlechte Wohnungspolitik. Da haben Sie auf jeden Fall recht. Also auch hier besteht eine ganze Menge Handlungsbedarf. Von daher haben wir da auch eine ganze Menge zu kritisieren. Ich finde das Argument, wenn wir die Eigentumswohnungen fördern, dann würde sich das irgendwie entspannend auf den Mietmarkt auswirken. Das ist ja nur in den letzten Jahren durch die Realität widerlegt, würde ich sagen. Also, ich meine, man muss sich doch die Entwicklung einfach nur anschauen. Und jetzt ist es so, dass natürlich Grund und Boden sind beschränkte
sind beschränkte Güter, die sind nicht vermehrbar. Wir reden einfach über eine begrenzte Zahl, über einen begrenzten Platz in dieser Stadt. Und die Frage ist, wie nutzen wir diesen Platz? Und deswegen wäre es ja auch so wichtig, dass man auch die Bodensteigerungswerte, dass man da mal endlich irgendwas abschöpft, auch hier, um die Spekulation einzudämmen. Das wäre wichtig. Nur die Frage ist doch, wie ist die Prioritätensetzung und wie wird dieser Platz genutzt? Und wenn wir in Frankfurt einen eklatanten Mangel haben, und nicht nur in Frankfurt, natürlich auch in vielen anderen Städten, an bezahlbarem Wohnraum, und wir ein Überangebot haben an Büroräumen, aber eben auch an hochpreisigem Wohnraum, und man dann trotzdem immer weiter genau in diesen Segmenten baut, dann geht Platz verloren. Es geht Platz verloren, der dringend gebraucht wird für anderes, ob das bezahlbarer Wohnraum ist, ob das Schulen sind, ja, haben wir auch ein kleines Problem mit, ob das von mir aus Ateliers für Künstler und freie Flächen sind. Dieser Platz geht doch einfach verloren. Und deswegen ist doch die Frage, wie nutzt man den begrenzten Platz, den man in einer Stadt hat? Und ein Letztes noch. Der Ministerpräsident sagt ja immer, wir müssen die Starken stärken. Und damit meint er, man muss die Zentren quasi stärken. Und ich finde, wenn man über die Probleme der Zentren diskutiert, muss man natürlich auch den ländlichen Raum mitdiskutieren. Weil natürlich, wenn man den ländlichen Raum abhängt und den ÖPNV und die Infrastruktur zurückhält, Kollegin Wissler, sind die Menschen, bitte kommen Sie zum Schluss. Dann sind die Menschen natürlich gezwungen, in die Städte zu fahren. Die Folge sind steigende Mieten und immer mehr Verkehr. Deswegen muss man auch über den Aspekt reden. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße zwei ehemalige Kollegen heute in anderer Funktion auf der Tribüne, Herrn Gottfried Milde und Herrn Jürgen Dieter. Als Nächste spricht Staatsministerin Hinz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wohnungspolitik wird nicht allein dadurch zum Schwerpunkt, wenn die Opposition Anträge stellt und der Oppositionsführer dazu eine Rede hält. Wohnungspolitik wird zum Schwerpunkt der Politik, wenn gehandelt wird, und diese Regierung handelt, meine Damen und Herren. Im kürzlich vorgestellten Masterplan Wohnen haben wir die neuen und bereits bewährten Maßnahmen der Unterstützung und Förderung gebündelt. Und mit dem Doppelhaushalt werden wir weitere Finanzierungsinstrumente zur Verfügung haben, um den Wohnungsbau in Hessen voranzubringen. Denn die Wohnraumförderung bildet das soziale Rückgrat der hessischen Wohnungspolitik. Wir haben die Fördermittel in dieser Wahlperiode bereits kräftig aufgestockt, standen in den Jahren 2009, Herr Lenders, hören Sie mal zu, 2009 bis 2014 ca. 440 Millionen € zur Verfügung. So haben wir die Mittel jetzt fast vervierfacht. 1,6 Milliarden € haben Grüne und CDU in den Haushalten verankert für soziale Wohnraumförderung. In den Jahren weiterhin, auch in Jahren 2018/19 mit dem Doppelhaushalt, stehen jeweils über 300 Millionen € jährlich für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Das heißt, ca. 3.000 geförderte Wohnungen für 9.000 Menschen. Und für den sozialen Wohnungsbau sind wir als Land verantwortlich. Und diese Verantwortung nehmen wir wahr. Darüber hinaus wird die Nassauische Heimstätte als landeseigenes Unternehmen auch 5.000 Wohnungen rund bis zum Jahr 2021 bauen. Und sie wird weiterhin in allen Wohnungsbauvorhaben, die sie durchführt, auch dort, wo es nicht gefordert wird von den Kommunen, Sozialwohnungen in die gemischten Quartiere mit aufnehmen, weil wir wollen,
gemischte Quartiere mit gefördertem Wohnraum für geringverdienende mittlere Einkommen und frei finanzierte Wohnungen, weil nur so entstehen auch wirklich lebenswerte Quartiere. Das ist unsere Wohnungspolitik, meine Damen und Herren. Die Landesregierung braucht hier keine Aufforderungen zum Handeln. Für uns ist das ein Thema der sozialen Gerechtigkeit. Deswegen kümmere ich mich als zuständige Ministerin auch besonders um dieses Thema. Das können Sie allein an den Zahlen ja schon sehen. Wir werden ein neues kommunales Investitionsprogramm auflegen, auch mit dem Doppelhaushalt. 257 Millionen € für geringe und mittlere Einkommen werden wir die Kommunen unterstützen, entweder bei der Umwandlung von Häusern in dauerhafte, belegbare Wohnungen oder aber für den unbürokratischen Neubau von Wohnungen. Genau das brauchen die Kommunen, und dem tragen wir Rechnung. Das ist nicht nur für die Stadt Frankfurt, sondern das ist gerade auch für die Kommunen in den ländlichen Räumen oder im sogenannten Speckgürtel, weil es wichtig ist, dass auch dort Wohnungsbau stattfindet, geförderte Wohnungen entstehen, weil nicht alle Menschen in Frankfurt leben können, die auch von außerhalb Hessens nach Hessen hineinziehen wollen. Deswegen ist es wichtig, das Umland einzubinden. Und leider macht die Stadt Frankfurt im Moment jedenfalls planerisch Fehler aus meiner Sicht bringt das Umland gegen sich auf, anstatt hier für Kooperationen zu sorgen. Die Schaffung von neuem gebundenem Wohnraum ist eines der wichtigsten Ziele dieser Landesregierung. Und die Zahl der Anmeldungen in den einzelnen Programmen ist ja sehr hoch. Wir passen aber die Förderbedingungen auch immer wieder an, da wo es notwendig ist. Dafür haben wir die Allianz, die auch so etwas diskutiert. Und das halte ich auch für richtig, dass wir die gesellschaftlichen Akteure hier zusammengebracht haben, damit wir auch gemeinsam Strategien entwickeln. So werden wir unter anderem die Fördersätze erhöhen. Wir werden aber die Mietpreisbindung auch verlängern. Und das ist auch wichtig, damit tatsächlich gebundener Wohnraum länger vorhanden ist. Und ich hätte mir gewünscht, von der SPD im Bund, sehr geehrter Herr Abg. Schäfer-Gümbel, dass Sie in die Koalitionsverhandlungen oder erst einmal in die Sondierungsverhandlungen das Thema dauerhafte Bindungen, Mietpreisbindungen einführen. Da kann ich nichts von lesen. Ich weiß auch nicht, warum die SPD also hier sich so für sozialen Wohnraum einsetzt, aber im Sondierungspapier vor allen Dingen auf steuerliche Anreize für frei finanzierten Wohnraum gesetzt wird. Also, ich frage mich eigentlich, was der stellvertretende Bundesvorsitzende in den Sondierungsverhandlungen da eigentlich herausgeholt hat, meine Damen und Herren. Genauso ist es auch mit der Mietpreisbremse. Hier sagen, die Mietpreisbremse muss ein schärferes Schwert werden. Ja, das mache ich gerne als Wohnungsministerin. Aber da brauche ich ein anderes Gesetz vom Bund. Und was lese ich im Sondierungspapier dazu? Nichts, niente. Aber hier die Backen aufblasen, das finde ich einigermaßen merkwürdig, meine Damen und Herren. Also, meine Damen und Herren Abgeordnete, wir wollen landeseigene Grundstücke vergünstigt abgeben für sozialen Wohnungsbau.
Dafür brauchen wir keinen Antrag der SPD. Das beschließen wir heute mit dem Doppelhaushalt. Wenn Ihnen das so wichtig ist, können Sie ja zustimmen, Herr Schäfer-Gümbel. Wir werden das nämlich tun und nicht nur irgendwas auf Papier schreiben. Und wenn Sie über das Polizeipräsidium Frankfurt reden, dann weiß ich nicht, wie oft Sie eigentlich mit Ihren Kollegen auf kommunaler Ebene darüber diskutieren. Sie müssten eigentlich wissen, dass wir mit dem Dezernenten Mike Josef da eine Übereinkunft erzielt haben. Natürlich werden die Wünsche der Stadt Frankfurt aufgenommen. Und es wird so bebaut, das Grundstück, dass den Wünschen der Stadt Frankfurt Rechnung getragen wird. Und was macht die SPD in der Opposition hier? Auf der einen Seite fordern, das kann doch nicht zu einem hohen Wert verkauft werden. Aber einen Haushaltsantrag stellen, wo 130 Millionen € in den Haushalt eingestellt werden für den Verkauf dieses Grundstücks, damit Sie Ihre Anträge wenigstens virtuell einigermaßen finanzieren können. Also, wissen Sie. Ich will Ihnen einmal sagen, so eine Opposition brauchen wir hier nicht. Ich bin gespannt. Meine Damen und Herren, wir wissen, dass auch es notwendig ist, dass wir die Aktivierung von Wohnbaulandreserven unterstützen. Deswegen haben wir die Baulandoffensive in Hessen ins Leben gerufen. Wir haben jetzt schon 29 Kommunen, die sich dafür interessieren. Mit 12 Kommunen sind bereits Vereinbarungen getroffen worden. Seitdem es die Baulandoffensive gibt, sind das 2 Kommunen pro Monat, mit denen es bereits Vereinbarungen gibt, damit Grundstücke aktiviert werden für Wohnungsbau. Wir haben die Leitfäden für die Innenentwicklung und für die Konzeptvergabe auf den Weg gebracht, damit die Baupreise gedämpft werden und die Kommunen tatsächlich auch lebenswerte Quartiere entwickeln können. Und wir werden vor allen Dingen genossenschaftliche Wohngruppen und auch gemeinschaftliche Wohngruppen unterstützen. Dafür ändern wir die Richtlinien. Sie sehen, wir sind auf gutem Weg. Wir haben nicht nur Geld, sondern wir haben auch Ideen, wie wir es umsetzen. Und das werden wir auch weiterhin tun. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktion. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, ich will noch einmal ein paar Bemerkungen machen zu dem, was jetzt hier teilweise vorgetragen wurde. Ich würde gerne anfangen mit Frau Förster-Heldmann, wenngleich die Ministerin mich in ähnlicher Weise provoziert. Frau Förster-Heldmann, von Ihnen Belehrungen anzunehmen zur Wohnungspolitik ist mutig. Insbesondere, wenn Sie selber solche Schlagzeilen heute in Darmstadt produziert bekommen, wo Ihnen die Sozialverbände ihre Wohnungspolitik in Darmstadt um die Ohren hauen, weil Sie in der Bereich der sozialen Wohnraumversorgung nichts hinkriegen. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Sie sprachen ja eben von Ihren offensichtlich traumatischen Erfahrungen mit Sozialdemokraten auf allen Ebenen. Wenn Sie also den therapeutischen Teil machen Sie bitte woanders, der interessiert mich jetzt nicht, aber ich will Ihnen gerne etwas zu meinen Erfahrungen mit Bündnis 90 Die Grünen in Darmstadt sagen. Nämlich in dem Moment, als irgendjemand in der Stadt auf die Idee kam und dann am Ende sich eine große Mehrheit herausgebildet hat, die ehemalige Hegemack, die inzwischen Teil des Darmstädter Bauvereins ist, weil dieser Teil des Hauses im Anfang der 2000er die Hegemack verkauft hat, entschieden hat, dass Darmstadt das auch verkaufen will. Das ist das legitime Recht von Darmstadt und dem Bauverein.
Dass allerdings Ihr Oberbürgermeister erst nach unter anderem meiner Intervention überhaupt in der Lage war, ernsthafte Gespräche mit einem kommunal verantworteten Wohnungsbaugesellschaft in Gießen zu führen über die Frage, ob man das nicht irgendwann an einem Privaten verscherbelt, sondern im kommunalen Besitz behalten kann, war, sage ich mal, die Gesprächsfähigkeit bei Bündnis 90 Grünen in Darmstadt 0,0. Sie belehren mich in diesen Fragen nicht. Und das will ich ausdrücklich sagen von dem Hintergrund, dass ich Jochen Partsch nun wirklich mehr als schätze. Wir haben nämlich über viele Jahre, lieber Kollege Matthias Wagner, im Rahmen der sozialen Stadterneuerung sehr intensiv zusammengearbeitet. Und deswegen hat mich der Vorgang wirklich massiv geärgert. Zweite Bemerkung zur Frau Ministerin. Frau Ministerin, Sie haben ja hier wortreich und lautstark erklärt, dass Sie Opposition nicht brauchen. Das haben Sie sozusagen eins zu eins in der Kommunikation kopiert von Volker, dem Bestimmer. Alles in Ordnung, dürfen Sie weiter so machen. Aber ich will Ihnen trotzdem wenigstens drei Punkte ansprechen, die mich irritieren. Bis zum Jahr Ende 2015 waren Sie wohnungspolitisch in einem Dornröschenschlaf. Wir wissen alle, an welcher Stelle Sie wachgeküsst wurden im Jahr 2015, unter anderem, weil es eine Verabredung zwischen CDU, Bündnis 90 Grünen und der SPD gab, der sich anschließend auch alle anderen Fraktionen im Haus angeschlossen haben, den Wohnungsbau hochzufahren angesichts der Humanitätskrise, weil man akzeptiert hat, dass das Thema ein größeres ist. Jetzt will ich Ihnen zwei Bemerkungen zurufen zu Ihrem wunderbaren Programm. Ihr Masterplan, den Sie ja umfangreich kopieren und publizieren, da steht bis zur Seite 16, dann kommt übrigens nur noch eine weitere Seite, nichts Neues drin. Die ersten 16 Seiten sind nichts anderes als die Verkaufe dessen, was Sie sowieso gemacht haben. Und dann kommen fünf Spiegelstriche hinterher, wo Sie sagen, dass Sie Beratungen am Ende ein bisschen weiter unterstützen wollen. Ihre 1,6 Milliarden, die Sie immer ins Schaufenster hängen, sind verteilt auf 7 Jahre. Sie wenden 230 Millionen € im Durchschnitt pro Jahr auf für den Wohnungsbau, der Ihre Zuständigkeit ist. Und da drin sind dann auch noch 100 Millionen € Mittel des Bundes. Damit komme ich zur Frage des Sondierungsergebnisses auf der Bundesebene. Was war der zentrale Punkt der Bundesebene? Der zentrale Punkt auf Bundesebene war, dass ab 2019 der Bund überhaupt nicht mehr den sozialen Wohnraum fördern darf durch die Föderalismusreform. Und wir haben in den Sondierungen erreicht, dass Sie auch in Zukunft Ihr Geld noch ausgeben können, weil es durch den Bund unterstützt wird. Das ist die Verabredung, die wir getroffen haben. Allerdings will ich dazu sagen, dass alle anderen Themen jetzt überhaupt erst in Koalitionsverhandlungen aufgerufen werden. Also ein bisschen geduldiger. Und damit würde ich sozusagen gerne noch einmal zu Ihrem eigenen Haushalt kommen. Sie wenden in diesem Jahr nach dem Einzelplan 09, dem zuständigen auf Seite 307 für das Jahr 2018, 97,3 Millionen € Fördermittel auf. Diese Mittel sinken erstaunlicherweise, obwohl sie zuständig sind, im Jahre 2019 auf 64,3 Millionen €. Sie sinken um fast ein Drittel. Das konnte mir bisher in den Haushaltsdebatten noch niemand erklären, Frau Hinz. Und deswegen noch einmal eine letzte Bemerkung zu Frau Förster-Heldmann. Wenn Sie uns sagen, wir würden hier eindimensional vorgehen, dann will ich das in einer einzigen Beziehung ausdrücklich bestätigen. Ja, wir sind sehr eindimensional, weil wir schlicht und einfach wollen, dass diejenigen, die nicht in der Lage sind, sich bei diesem Wohnungsmarkt und bei dieser Entwicklung bezahlbaren Wohnraum zu leisten, es in Zukunft wieder können. Dazu brauchen wir aber eine andere Regierung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Staatsministerin Hinz, mit dem Satz, so eine Opposition brauchen wir nicht, das waren wir eigentlich von Ihnen bisher so nicht gewohnt. Das hatten wir eigentlich eher von Kollegen. Aber lassen wir es einfach einmal hinstellen. Denken Sie einmal darüber nach, wie die Alternative aussieht. Wir können mit der Alternative leben. Also, das ist das Meine Damen und Herren,
dass die Frau Staatsministerin jetzt wieder die 1,6 Milliarden € ins Feld führt. Ich hatte es Ihnen in meiner Rede schon prophezeit, dass das kommen wird. Das Geld scheint ja das Allheilmittel zu sein. Immer werden Sie wieder darauf, kommen Sie wieder darauf zurück und nehmen dann doch nicht wahr, was die Fakten sind. Die genehmigten Wohnungen, Neubauwohnungen, im dritten Quartal 2017 letzten Jahres sind um 5,1 % in Hessen gesunken. Und das auf einem Niveau, wo wir ohnehin beim Zubau schon unter dem waren, was Ihnen die Experten aufgeschrieben haben. Ihre Politik führt dazu, dass auf dem sowieso schon zu geringen Niveau das jetzt auch noch zurückgeht. Und Sie wundern sich dann, dass bei all dem Geld, das Sie zur Verfügung stellen, das Geld gar nicht abgerufen wird. Und fragen Sie sich nicht einmal in Ihrer Rede, womit hängt das zusammen? Es funktioniert eben nicht, dass Sie das permanent immer nur versuchen zu regulieren. Der DIW sagt Ihnen, der Neubau geht zurück, bundesweit. Es geht Richtung Sanierung. Das heißt, wir haben die Bugwelle deren, die bereit waren, in den Neubau zu investieren, deren Bereitschaft, weiter dort Geld in die Hand zu nehmen, geht zurück. Meine Damen und Herren, das Ende einer absoluten geringen Zinsphase, einer Niedrigzinsphase, ist abzusehen. Wenn jetzt die Investoren auch das Interesse verlieren, wenn der Zinsmarkt steigt, weiter ihr Geld zu nehmen, um in Immobilien zu investieren, meine Damen und Herren, verschärft sich die Situation weiter. Ich stelle nur fest, dass Sie diese Rahmenbedingungen nicht zur Kenntnis nehmen und dass Sie auch quasi die Bilanz Ihres politischen Handelns nicht sehen wollen. Für Sozialwohnungsbau. Frau Staatsministerin hat gesagt, Sie sind für den sozialen Wohnungsbau zuständig. Ausschließlich. Können wir mal genau nachlesen, was Sie genau dazu gesagt haben? Da sage ich Ihnen, Frau Staatsministerin, eben nein. Sie sind nicht alleine nur für den sozialen Wohnungsbau zuständig, sondern Sie sind auch dafür zuständig, dass wir gleiche Lebensverhältnisse in allen Teilen dieses Landes haben. Das ist der Ballungsraum, das ist der ländliche Raum. Deswegen sage ich Ihnen, das Auseinanderfallen der Kompetenzen ist ein Riesenproblem. Frau Wissler hat es Ihnen richtigerweise gesagt. Sie können den Ballungsraum, dieses Problem des Ballungsraums nicht lösen, wenn Sie nicht über den ländlichen Raum und auch um andere politische Felder wie z. B. den Verkehr, den ÖPNV, nachdenken. Das werden Sie nicht schaffen. Meine Damen und Herren, Sie sind auch dafür zuständig, ob sich eine ganz normale Familie auch noch ein Eigenheim leisten kann. Auch das ist Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass eine normal verdienende Familie mit zwei Kindern irgendwo auch noch ein Häuschen sich hinsetzen kann. Auch das ist Ihre Zuständigkeit. Ja, Sie fühlen sich da nicht für zuständig, das merken wir. Das haben wir schon gemerkt. Landesentwicklungsplan. Das ist ganz aktuell. Die Landesregierung hätte hier wirklich die Möglichkeiten, Koordinaten zu setzen, um diesem Stadt-Land-Gefälle, diesem demografischen Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Es bleiben die Impulse aus. Im Gegenteil, sie verschärfen mit dem Landesentwicklungsplan die Situation. Meine Damen und Herren, wir müssten nicht weiter auf Regulierung und Verteuerung von Baukosten setzen. Wir müssten das Angebot verbreitern, und wir müssten die Baukosten senken. Dann könnten auch die Mieten in Hessen wieder sinken. Professor Heldmann, zu dem, was Sie mir dann immer sagen, ich hätte den Masterplan nicht gelesen, pflegen Sie weiterhin Ihre Vorurteile. Bleiben Sie ruhig bei Ihren Thesen. Ich kann Ihnen nur sagen, also Immobilienwirtschaft, die Sie ja eben so hart ins Gericht genommen haben. Der Großteil der Immobilienwirtschaft in Hessen sind genossenschaftliche Unternehmen. Das sollten Sie dabei nicht vergessen. Und für die Grunderwerbsteuer ist das Land zuständig und nicht der Bund. Das nur mal kurz am Rande erwähnt. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wagner, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir können über das wichtige Thema Wohnungsbaupolitik so reden, wie es die Vertreterinnen und Vertreter der Opposition getan haben. Ich glaube, das hilft aber keinem Menschen in Hessen, der händeringend eine bezahlbare Wohnung sucht. Wir haben den üblichen Dreiklang der Opposition erlebt, wie sie auf jedes Problem in unserem Land reagiert. Völliges Ignorieren, was die Landesregierung bereits tut, lautstarkes Beklagen von Problemen, aber keinen einzigen seriösen eigenen Vorschlag, wie man dieses Problem lösen könnte. Worum geht es in der Wohnungsbaupolitik? Worum geht es, wenn wir bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen? Da sind drei Faktoren ganz entscheidend. Der erste Faktor ist Geld. Der zweite Faktor ist Fläche, und der dritte Faktor ist die Erschließung dieser Fläche. In allen drei Bereichen handelt diese Landesregierung und hat die Opposition keine Vorschläge, was sie denn eigentlich anders machen würde, meine Damen und Herren. Erster Bereich Geld. Erster Bereich Geld. Kein Antrag auf Förderung im sozialen Wohnungsbau scheitert in Hessen am Geld. Wir haben die Mittel auf 1,6 Milliarden € erhöht. Kein einziger Antrag scheitert am Geld. Was ist die Antwort der Sozialdemokratie? Sie will noch mehr Geld bereitstellen. Das hilft aber bei dem Problem nicht. Wir haben genug Geld. Wir haben auch die Förderkriterien geändert, indem wir umgestellt haben von einem Kreditzuschuss, der im Moment nicht sehr attraktiv ist anhand der Marktlage, hin auf eine direkte Förderung. Das haben wir alles gemacht. Was ist der konkrete Vorschlag der Opposition, hier etwas anderes zu tun, meine Damen und Herren? Fläche. Fläche, Herr Kollege Lenders. Wir haben in den Regionalplänen genug ausgewiesenes Bauland. Wir haben genug ausgewiesenes Bauland. Wir haben auch bei der Fläche kein Problem, wenn man sich ernsthaft mit der Sache beschäftigt. Dann bin ich beim dritten Baustein, der Erschließung. Der Erschließung. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass die Kommunen mehr von dem Bauland, was in den Regionalplänen vorgesehen ist, tatsächlich auch erschließen. Und darauf hat die Landesregierung eine Antwort. Es ist die Baulandoffensive, bei der wir die Kommunen bei der Erschließung der vorhandenen Fläche unterstützen. Wo ist der weitergehende Vorschlag der Opposition? Was würden Sie denn eigentlich anderes machen? Und wenn wir bei der Erschließung der Fläche sind, ja, wir haben auch das Kapital der Nassauischen Heimstätte, also der Wohnungsbaugesellschaft des Landes, aufgestockt, auf Vorschlag der Sozialdemokraten. Das sei ausdrücklich gesagt. Das zeigt, wir nehmen Vorschläge auf, wenn es gute Vorschläge gibt. Aber ich habe heute in der Debatte keinen einzigen Vorschlag gehört, was wir denn eigentlich anders machen sollen. Und das hilft niemandem. Das hilft niemandem, meine Damen und Herren. Was haben wir stattdessen? Ich habe den Antrag der SPD ja sehr genau gelesen. Sie behaupten wieder besseres Wissen, dass beim Verkauf des Polizeipräsidiums in Frankfurt gezockt würde. Wieder besseres Wissen. Sie wissen, dass es eine Verständigung zwischen dem Land und der Stadt Frankfurt gibt, wo alle Kriterien, die die Stadt Frankfurt aufgestellt hat, für die Erschließung dieses Gebietes berücksichtigt werden. Warum behaupten Sie wieder besseres Wissen hier etwas anderes? Weil Sie keine Ideen haben, meine Damen und Herren. Dann sagt die SPD, das Land solle die Grunderwerbsteuer senken für Projekte im sozialen Wohnungsbau. Das geht überhaupt nicht. Keine machbaren Ideen. Danke für den Zwischenruf. Das dürfen wir rechtlich gar nicht. Lieber stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD, sorgen Sie dafür, dass wir auf Bundesebene die Möglichkeit haben, aber stellen Sie hier im Landtag nicht Anträge für etwas, wofür Sie im Bund die Verantwortung haben. Sie sagen, wir sollen eine Bundesratsinitiative machen. Sie sagen, wir sollen eine Bundesratsinitiative machen.
Sie sagen, wir sollen eine Bundesratsinitiative machen, dass die BIMA, also die Immobiliengesellschaft des Bundes, Grundstücke verbilligt abgibt. Wer hat denn eigentlich die vergangenen Jahre im Bund regiert? Waren da Sozialdemokraten dabei? Warum setzen Sie das denn nicht auf Bundesebene durch? Ich sage Kollege Ihnen, Wagner, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich sage es Ihnen gerne. Dieser Hessische Landtag, liebe Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie, ist nicht der Beichtstuhl für all das, was Sie auf Bundesebene nicht hinbekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wohnen ist für uns Linke ich warte noch gern ein bisschen, bis Sie soweit sind. Wohnen ist für uns Linke ein Grundrecht, und preiswerter Wohnraum zu schaffen und zu erhalten, ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Und das, aus dieser Maxime heraus führen wir auch die Diskussion und messen auch die Regierung daran, was sie tut. Und nun will ich Ihnen einmal etwas sagen, Herr Wagner. Es gab ja eine Umfrage, die Ihnen auch nicht unbekannt sein sollte, des Hessischen Rundfunks zum Wählerverhalten und zur Kompetenzzuschreibung. So. Und beim Thema Wohnen, Herr Frömmrich, da finde ich, haben Sie ganz, ganz, ganz schlecht abgeschnitten. Also noch nicht einmal Ihre gesamte Wählerschaft traut Ihnen zu, im Bereich preiswertes Wohnen sozusagen Kompetenzen zu haben. 8%? Ja. So, uns traut man immerhin 12% zu. Ja, also das ist 50% mehr als Ihnen, Ihrer Partei, die Ministerin stellt, die für diese Frage zuständig ist. Und das sollte Ihnen zu denken geben und auch mal in Überprüfung Ihrer Konzepte, sage ich mal an dieser Stelle. Und weil Sie ja gefordert haben, die Opposition soll Vorschläge machen, will ich gleich mal damit beginnen. Unabhängig von der Frage, sozusagen, wie viel Geld man zur Verfügung stellt und wie viel Geld davon vom Bund ist und wie viel Geld tatsächlich vom Land ist für den preiswerten Wohnungsbau, muss man das natürlich umsetzen, und zwar im Land gemeinsam nach Möglichkeit mit den Kommunen. So. Und die Politik, ja, und dann sage ich Ihnen mal, was die CDU-Grüne-Politik in Frankfurt angerichtet hat in den letzten 20 Jahren. Ja. Dann gucken Sie sich einmal den Riedberg an. Herr Kasper hat vorhin von Ghettos gesprochen im sozialen Wohnungsbau, ja, und damit eine Diskriminierung vorgenommen. Aber ich stelle fest, dass das von Ihnen sozusagen geplante Stadtteil und zu verantwortende Stadtteil genauso wie das Europaviertel, ja, eher dazu führt, dass sozusagen dort Reiche einziehen und dass es eine Verdrängung gibt zu Stadtteilen, die gewachsen sind, wie beim Europaviertel z.B. dem Gallusviertel. Und das ist sozusagen auch eine entsprechende wohnungspolitische Verantwortung, die Ihre Dezernenten auch in der Vergangenheit in Frankfurt zu verantworten haben. Und das zieht sich ja weiter. Herr Schäfer-Gümbel hat Darmstädter Beispiele gebracht. Man kann das weiter fortsetzen. Aber ich sage Ihnen einmal eins. Das mag ein kleiner Punkt sein, aber Sie haben ja eine Umresortierung vorgenommen. Sie haben ja sozusagen das Thema Wohnen zu Beginn dieser Koalition aus dem Wirtschafts- und Verkehrsministerium umresortiert in das Umweltministerium. Aber ich sage Ihnen einmal, ein Ministerium, das zwar viele Namen trägt, ja, Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, aber den Namen Wohnen und Wohnungspolitik noch nicht einmal sozusagen in seinem Namen trägt, ist auch ein Ausdruck dessen, wie wichtig Ihnen das Thema war oder das Thema ist. Als ein Punkt. Ja? Also, so, dass wir derzeit über eine Veränderung der Baugesetzgebung diskutieren, die in der Kompetenz des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums verblieben ist, also da ein Stückchen von Wohnungspolitik, da ein Stückchen von Wohnungspolitik, da ein Stückchen von Strukturpolitik, das ist Ihre Struktur- und Wohnungspolitik in Teilen, ja, und keine Kompetenzen. Was wir brauchen, ja, Herr Frömmrich, was wir brauchen,
Was wir brauchen, ist in der Tat ein Koordinator, ein Beauftragter für Sozialwohnungspolitik, ein Beauftragter, der in den der mit den Kommunen und den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften dieses Thema vorantreibt und nicht eine Ministerin, die sich ein Kolleginnen und Kollegen, bitte etwas mehr Ruhe. Und wir brauchen eine Zusammenführung des gesamten Themas Wohnen in einem Ministerium und keine Aufteilung, weil wir wissen, mit einer Aufteilung führt das nicht weiter. So. Dann nützt es Ihnen, dann nützt es Ihnen nichts, wenn Sie immer wieder betonen, dass genug Geld da wäre, wenn die Programme nicht attraktiv sind, wenn die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, die unserer Meinung nach zuvörderst für den sozialen Wohnungsbau zuständig sind, nicht in angemessener Weise unterstützt werden vom Land, dann wird das auch nichts. Und dann können Sie sich auch hier hinstellen und sagen, wir bauen mit der NH bis 2021 5.000 neue Wohnungen. Dann wissen wir, woher das kommt, dass das auch nicht Kollege auf Ihrem Mist gewachsen ist. Sie bitte aber dann wissen wir, dann wissen wir auch, wie Sie mit dem Thema weiter umzugehen gedenken. Und das macht mich sehr betrüblich und sehr bedenklich. So finde ich, kann es nicht weitergehen in der Wohnungspolitik, wie Sie das gemacht haben in den letzten Jahren. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann werden die Anträge, Kollege Wagner, die Anträge 4960, 4894 und 5989 zur weiteren Beratung in den ULA überwiesen.